Guten Morgen, Freunde. Heute geht es von Schlierbach aus nach Frielendorf. Das ist ungefähr eine Wanderstrecke von 12 Kilometern. Wir sind jetzt auch 12 Kilometer von Frielendorf mit dem Fahrrad hierher und laufen jetzt zu unserem Auto zurück nach Frielendorf. Ich hoffe, dass wir heute einen etwas ausgeschilderteren Weg haben. Also hier, von hier aus ist er jedenfalls jetzt ausgeschildert und wir befinden uns jetzt hier in Schlierbach am Bahnhof. Und los geht's! Ich habe heute meine Wanderschuhe leider nicht anziehen können, weil ich mir gestern wunde Knöchel gelaufen habe bei den 18 Kilometern. Ich hoffe, es geht auch mal so. Wir sind jetzt über die Bahnanlage drüber und laufen jetzt erstmal hier durch Feld, Wald und Wiesen. Hier geht auch der R4 vorbei. Das Schlierbacher Feld. Eine tolle Gegend. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Allerdings ist dieser Weg etwas zugewachsen. Es geht mal wieder steil bergan. Also gerade eben sind wir an einem Schild vorbeigekommen, auf dem tatsächlich Lulusfahrt drauf stand. Wir sind also auf dem richtigen Weg, auch wenn dieser Weg nicht unbedingt als Weg zu erkennen ist. So, am Ende unseres Graswegs haben wir wieder eine Wegbeschilderung gefunden. Mein Navi sagt geradeaus weiter. Das wäre dann aber nicht mehr der Lulusweg, den wollen wir ja laufen. Und hier am Baum haben wir jetzt wieder mal eine Beschilderung. Lulusweg. Rechts ab und den werden wir jetzt laufen. Es ist aber ein schöner Weg. Lässt sich gut laufen. Die Sonne scheint. Alles prima bis jetzt. Also da sind wir jetzt aus dem Wald rausgekommen. Dazwischen verläuft jetzt eine Straße. Es geht gerade über die Straße drüber. Und hier müsst ihr achten. Hier teilt sich nämlich der Weg. Der rechte Weg wäre jetzt der falsche. Das wäre der Bonifatiusweg. Der linke Weg ist der richtige. Das Zeichen dafür ist sehr versteckt. Weil da ein dicker Ast davor hängt. Weiter geht's.
Nur wenige Meter weiter teilt sich der Weg wieder. Auch hier wieder sehr versteckt. Bitte den linken Weg gehen. Der allerdings ist zurzeit mal wieder von einem umgefallenen Baum gesperrt. Also den Baum umrunden. Jede Menge Totholz. Bisschen klettern halt angesagt. Aber wir sind jetzt wieder auf dem Weg und haben den umgestürzten Baum umrundet. Ein paar Meter weiter wird der Weg nochmal gesperrt von zwei umgestürzten Bäumen, aber da kann man leicht drunter durch. Und das nächste Hindernis in Sicht. Aber auch hier kommen wir leicht drüber. Na leicht. Komm, gib die Hand. Hier hat es halt einige Windschäden gegeben. Dieser Weg wurde definitiv die letzten Jahre nicht mehr bewandert. Aber wir sind immer noch richtig. Oh, Vorsicht! Hier ist Matschepfütze. Da haben sich sogar schon Wasserlinsen drauf gebildet. Das ist heute gar nicht gut. Heute sind meine Schuhe nämlich nicht wasserdicht. Also, einfach ein bisschen aufpassen heute. Da kommt die nächste Schule. Ein Paradies für Wildschweine. Jetzt wird es aber langsam eng. Ach, schon wieder. Also Leute, hier ist Vorsicht geboten. Langer Schritt und drüber. Also man muss hier bei jedem Schritt, ich habe hier einen Stock dabei, das ist gut, bei jedem Schritt erstmal tasten, wo man hier hintritt. Das ist lustig. Das ist Dschungel pur, Freunde. Also wie ihr seht, müssen wir jetzt hier mal durch
sehr hohes, also kniehoch reicht nicht, es ist etwas höher. Durch kniehohes Gestrüpp. Und schön vorne wegtasten. Bevor der nächste Sumpf kommt. Ja, Sumpf wäre jetzt nicht gut. Mein Stock hat sich verhakt. Ja, es sind jetzt auch Dornen dran. In dem Kram. Ja, also lange Hose ist auf jeden Fall hier Pflicht. Also mittlerweile sind die Gräser schon fast so hoch wie ich. Und die Brennnesseln stehen auch gut. Also einfach mal Hände hoch, die Räuber sind da. Hier ist schon mal ein bisschen runtergetreten. Jetzt sieht aus, als wenn es hier schon mal einer durchgelaufen wäre. Versuchen wir es mal. Aber da ist auch gleich eine Straße. Also es geht jetzt nicht kilometerweit durch unwegsames Gelände. Das sind also so 20 bis 30 Meter, aber das reicht ja eigentlich schon. Da sind Brennnesseln. Aua! Hier sind Disteln. Disteln. Die brauche ich jetzt auch nicht. Da sind die Brennnesseln lieber. Jetzt stellt sich nur die Frage, in welche Richtung müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal wieder uns orientieren und einen ja. Hast du da was gesehen? Ah, Heike ist fündig geworden. Also hinterher. Also bei dem Weg jetzt, der keiner war, aber trotzdem der richtige ist, links ab, genau da sehe ich jetzt auch wieder ein Kreuz. Und da steht sogar auch wieder Lulus Fahrt dran und biegen dann jetzt hier links rein über einen Weg, den man wieder laufen kann. Noch. Hier sind wir jetzt aus dem Wald rausgekommen, haben vor uns ein Weizenfeld. Die Ortschaft im Hintergrund kann ich jetzt im Moment noch nicht benennen, aber es ist ein toller Blick. Und wir müssen jetzt den Weg links hochgehen. In diese Richtung. Am Ende dieses Weges stellt sich jetzt auch wieder die Frage, in welche Richtung. Hier unten ist ein roter Pfeil. Und Heike hat beim Hochsitz, Heikes Adleraugen haben wieder was entdeckt. Also rechts runter. Ja, wir sind wieder auf dem richtigen Weg.
Man muss die Zeichen ja echt suchen. Aber auf dieser Etappe gibt es die wenigstens. Hier gibt es einfach nur riesige Felder. Nicht zu vergleichen mit dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Ab hier geht es jetzt wieder durch den Wald durch. Das X sagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wunderschöner Waldweg. Im Moment hat uns auch schon ein bisschen die Sonne verlassen. Und ein wenig frischer Wind begleitet uns auf diesem Weg. Und bis jetzt muss ich sagen, diese Wegstrecke war als mittelschwer ausgezeichnet. Die bezeichne ich jetzt noch nicht mal als mittelschwer, sondern eigentlich als leicht. Bis jetzt jedenfalls. Abgesehen jetzt natürlich mal von dem zugewachsenen Weg von eben. So, wir haben mal wieder eine Kreuzung vor uns. Ach, da ist auch ein X. Das geht mal rechts, mal links. Das ist jetzt natürlich da die Frage, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Warum? Woher weißt du das? Ja, da hinten ist auch ein Kreuz, eben. Also Heike meint jetzt rechts abbiegen. Welche Rot, Linsing, Todenhausen? Moment mal, erstmal gucken, was auf der anderen Seite noch alles steht. Ah ja. Das ist schön gemacht. So, was ist das andere da? Fichtel, irgendwas? Nee. Michelsberg. Also hier müssen wir jetzt noch mal gucken, wie wir jetzt genau weitergehen, aber noch mal hier ein Blick. Ruheplatz Waldmannslust, errichtet von Willi Weber und Helmut Hofmann und Heinrich Wiegand, anno 1987. Toll gemacht. Dr. Wald. Was steht da drauf? Wenn ich an Kopfweh leide und Neurose mich unverstanden fühle oder alt, dann konsultiere ich den Dr. Wald. Er wohnt ganz nah gleich nebenan. Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater, mein Orthopäde und mein Internist. Er hilft mir sicher über jeden Kater, ob er aus Kummer oder Cognac ist. Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille, doch umso mehr von Luft und Sonnenschein. Ist seine Praxis auch sehr überlaufen, in seiner Obhut läuft man sich gesund. Er bringt uns immer wieder auf die Beine, verhindert Fettansatz und Gallensteine. Den Blutdruck regelt er und das Gewicht, nur Hausbesuche macht er leider nicht. Helmut Hofmann. Helmuts Wetterstein. Helmuts Wetterstein. Ja, Helmuts Wetterstein. Ganz klasse gemacht. Selbst die Uhr tickt. Und geht sogar genau. Sogar eine aktuelle Zeitung vom Freitag ist hier.
27. Mai 2022. Weiter geht's. Weil wir sind durch die Totenhäuser Straße. Wir sind da auch durchgefahren, ja, genau. Das war der erste Ort da. Also, es geht also hier an der Kreuzung dann doch nicht rechts, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal diese Wandersuche anzuschauen. Und wir laufen den Weg jetzt geradeaus weiter. Jetzt kommen wir mal wieder an eine Kreuzung. Was wieder mal ein bisschen undurchsichtig ist. Aber da an dem Baum ist ein X. Also gehen wir jetzt geradeaus weiter. Allerdings steht an dem Baum auch das Zeichen F3, was aber nur nach oben zeigt. Wir folgen dem Weg weiter. Aus dem Wald raus blicken wir nun wieder über unendlich große Felder und Wiesen. An den Wiesen vorbei kommen wir jetzt wieder auf eine Kreuzung. Und ganz versteckt hinter diesen Bäumen und Büschen steht der Baum, der uns jetzt sagt, dass wir links rum müssen. Wer soll das sehen? Also, wir folgen weiter jetzt diesen Weg. Und haben wieder einen neuen Blick über die unendlichen Felder. Das ist Natur pur. So, wir kommen jetzt hier an einer Straße entlang, die wir jetzt hier queren. Nee, das war eine Infotafel. Aber die ist ein bisschen windschief. Die ist ein bisschen windschief und steht jetzt zwischen den Bäumen versteckt. Hier ist aber wieder unser Zeichen, Lulusfahrt. Und jetzt kommen wir zu dieser Scheune, die wir eben schon gesehen haben. Und da unten ist auch ein Ort, thank you.
Moment windet es mal wieder ein bisschen. Was aber nicht schlimm ist. Und wir sind jetzt, da haben wir auf einen Ort geblickt. Das könnte Totenhausen gewesen sein. Wir haben jetzt noch schätzungsweise 4 bis 5 Kilometer vor uns bis nach Friedlendorf. Es macht heute mal richtig Spaß. Das Wetter spielt mit. Und hier läuft man wirklich durch Natur pur. Riesige Felder. Soweit das Auge reicht. Am Ende dieses Weges gibt es wieder eine Kreuzung und auch eine Beschilderung, die jetzt besagt, in Richtung des Ortes, den wir eben gefilmt haben, wahrscheinlich Totenhausen. Also ich habe jetzt gerade erfahren, dass der Ort, den ich eben schon mal im Bild gezeigt habe, wo es jetzt so ein bisschen brennt, der Ort Linsing ist. Und wir kommen jetzt auf unserem Weg hier geradeaus durch, direkt nach Totenhausen. Hier kommen wir gerade am Friedhof von Totenhausen vorbei. Der ist winzig klein. So, wir sind jetzt in dem beschaulichen Örtchen Totenhausen angekommen. Ah ja, der Lullusweg geht jetzt hier oben durch. Hier kommen wir auch an der Kriegergedenkstätte von Totenhausen vorbei. Wir laufen jetzt quasi oberhalb des Ortes durch. Hier ein Blick über Totenhausen. Und im Hintergrund sehen wir dann auch schon Friedlendorf. Unser Endpunkt unserer heutigen Tour. Hier nochmal ein toller kleiner Durchblick auf Totenhausen. Und weiter geht's nach Friedlendorf. So, wir sind jetzt am den Höhenweg runtergekommen und sind jetzt in dem Neubaugebiet von Totenhausen. Hier gabelt sich mal wieder der Weg und wir werden jetzt diesen Grasweg weiterlaufen, da es jetzt hier auch keine Ausschilderung gibt. Und uns gesagt worden ist, dass dieser Weg nach Friedlendorf geht. Also wird das jetzt wahrscheinlich auch der richtige Weg sein. Steht hier noch ein Stück und dann geht es rechts runter. Ja. Wir sind also jetzt 9 Kilometer gelaufen. Und die Wanderstrecke war ja ca. 12 Kilometer. Also wird es jetzt bis Friedlendorf noch ca. 3 Kilometer sein.
Das ist jetzt hier erstmal ein Grasweg. Lässt sich aber wunderschön laufen. Frielendorf ist schon in Sichtweite. Wir haben jetzt quasi Totenhausen umrundet und sind jetzt immer noch auf dem Grasweg. Direkt nach Frielendorf. Und hier stehen nochmal ein paar sehr schöne, schmucke Häuschen. Überhaupt war die heutige Wanderung, die heutige Etappe anders wie gestern, wo wir rein durch den Kellerwald durchgeirrt sind. Abwechslungsreicher und landschaftlich natürlich ganz anders. Hier ist Natur pur, was gestern auch war, allerdings halt im tiefen Wald. Also wir haben den Lulluspfad nicht verlassen. Wir sind immer noch auf dem Lulluspfad und laufen jetzt hier unten in Frielendorf ein. Nochmal ein Blick über den Ort Totenhausen. Bomberg im Hintergrund. Frielendorf. Wir sind angekommen. Und da steht auch unser Auto. So, nachdem wir jetzt hier in Frielendorf angekommen sind, werden wir jetzt zurückfahren, unsere Fahrräder noch holen und damit endet dann die heutige Tour. Bis bald!